shake it down. Moin Mädels, da bin ich wieder. Und heute will ich euch zwei Secret Locations zeigen. Ich zeige euch gerade mal auf der Karte, wo das ist. Das befindet sich nicht am Stripclub. Für die Leute, die noch nicht wissen, wo der Stripclub ist, auf jeden Fall vorbeischauen. Lohnt sich. So, ihr müsst das Auto so hinparken, wie ich das gemacht habe. So an die Wand. Und dann backt es ein bisschen rum, wenn ihr da hochspringt. Und dann nehmt ihr die Waffe, damit ihr besser laufen könnt. Weil wenn ihr das ohne Waffe macht, ich zeige euch gerade mal, was passiert, wenn ihr zu weit links kommt, dann landet ihr quasi im Stripclub mit so einer verpackten Version. Also dieser Glitch, den haben schon, keine Ahnung, wie viele Leute hochgeladen. Ich denke, der ist schon sehr bekannt. Aber weil es halt einfach ein Wallbreach ist und ich absolut gar kein Fan von Wallbreaches bin, weil aus den Wallbreaches, aus denen man rausschießen kann, die fucken einfach nur die Lobby ab und ich bin eigentlich keiner, der da Abfuck-Lobbys unterstützt. Deswegen zeige ich eigentlich generell keine Wallbreaches mehr. Aber den finde ich eigentlich ganz cool, weil ja außer euch selber könnt ihr niemanden irgendwie zu Schaden kommen. Und ja, ich habe den neulich, oder was heißt neulich, ich glaube heute bei Sans Delta gesehen. Den Link haue ich mal unten in die Videobeschreibung rein. Der hat den erst ganz neu hochgeladen, hat 200 Abonnenten. Ihr könnt es auch gerne mal bei dem vorbeischauen. Ich selber kenne ihn nicht, ich weiß nicht, ob er wirklich gute Videos macht. Aber da habe ich ihn halt gesehen und dachte mir, eigentlich ist es ganz cool. Und ja, auf jeden Fall, ihr müsst auf jeden Fall die Waffe, so wie ich jetzt, im Hintergrund so ziehen, damit er ganz nach hinten läuft vom Stripclub. Laufen tut. Ihr könnt laufen, wie ihr wollt, aber hinten kommt ihr halt an den DJ-Pult hin. Dann seht ihr wieder, dass es ein bisschen rumspackt, dass ihr einen Fallschirm aufzieht. Wegen 2 Meter lohnt sich natürlich, dass ihr euch nicht verletzt, weil Safety first. Und dann müsst ihr ein bisschen rumlaufen, ein bisschen rumspringen. Ihr habt immer noch die Waffe, obwohl ihr im Stripclub drin seid. Das ist alles ein bisschen buggy. Und den richtigen Punkt habe ich jetzt eigentlich auch noch nicht rausgefunden, weil wenn ihr in die Ego-Perspektive wechselt, seht ihr es eigentlich genauso verspackt. Also das heißt einfach mal ein bisschen rumspringen, ein bisschen rumlaufen und irgendwann mal, so sieht es so aus wie hier, da habt ihr auch die Waffe nicht mehr und könnt dann eigentlich so hinter der Theke mal so die Barfrau anquatschen, vielleicht ein Date ausmachen oder irgendwas, da wird es sich bestimmt was ergeben, so ein Schnecke. Auf jeden Fall, ich zeige euch mal, wie ihr hinteres mit DJ-Pult kommt. Ich denke mal, ich brauche dazu nichts sagen. Ich denke, die meisten kennen es. Für die Leute, die es nicht kennen, könnt ihr mich mal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, ein Like da lassen. Es ist jetzt mal für eine freie Lobby so mal ganz lustig, aber es ist halt, ne? Ist halt auch nur ein Wallbreach. So viel zu dem. Und dann kommen wir zur zweiten Secret Location. Heiland, irgendwie heute immer wieder ein Knoten in der Zunge. So, an der zweiten Secret Location angekommen. Ich bin immer noch voll auf DJ vom Stripclub. Zeige ich euch gerade mal auf der Karte, sobald er ausgespackt hat, wo sich das Ganze hier befindet. Und zwar hier. Ihr kommt nur mit dem Heli hoch. Ich habe es mit dem Motorrad versucht oder über das Geländer zu klettern. Funktioniert nicht. Es befindet sich auch keine Leiter hier. Und deswegen Heli bestellen. Ne? Was mache ich denn? Ach ja, genau. Dann stellt ihr euch dahin, wie ich mich jetzt gerade hingestellt habe. Dann startet ihr eine Gegnermission. Welche spielt gar keine Rolle. Die startet ihr. Scheiße, jetzt habe ich zu viel erzählt und jetzt passt das Bild nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall, wenn der Job dann gerade startet, dann müsst ihr kurz warten, bis der Job so zu Ende geladen hat, dass die Karte richtig da ist. Und danach verlässt ihr ihn. Und dann, wenn alles geklappt hat, na, müsstet ihr in dieser Location angekommen sein. Ich glaube, der heißt Harvey. Also aus der Story, da gibt es ja die komische Mission, wo ihr den komischen Hausmeisteranzug oder so klauen müsst, um dann irgendwie in so ein FIB-Gebäude reinzukommen. Ich habe es auch nur beim Lurchi nochmal gesehen, weil ich kenne zwar die Mission aus der Story, aber ich selber kann mich jetzt nicht mehr genau an alles erinnern. Erstmal, ich habe es beim Lurchi gesehen, Link von beiden ist unten in der Videobeschreibung. Lurchi, ich wünsche dir alles Gute, oder gute Besserung, sagt man. Erkältung, ne? Ich bin nicht betroffen, weil bei uns war es eigentlich bis vor kurzem eigentlich noch sehr warm, außer heute hat es geschneit. Egal. Und dann verabschiede ich mich mal für heute und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Also Jungs, Mädels, haut's rein, macht's gut und bis bald.